So, herzlich willkommen zum Trainertalk direkt nach dem Zweitligaspiel am 20. Spieltag in der zweiten Handball-Bundesliga zwischen der SGB BM Bietigheim und dem TV Großwallstadt vor 2453 Zuschauern. Halbzeitstand war 9:10, Endstand 23:21. Ich darf Povilas Babaskas begrüßen, den Coach unserer Gäste, und Ika Romero, unseren Coach. Povilas, ein hartes Stück Arbeit für die SGB BM Bietigheim. Wie sieht dein Fazit aus? Überragender Petros Bukovinas im Tor. Warum hat es nicht ganz gereicht für deine Mannschaft heute? Zuerst gratuliere mit Sieg. Am Schluss verdient ausgegangen. Ja, in Bietigheim zu gewinnen, hier bei euch, ist auch nicht so einfach. Da muss man auch alle 7 Meter treffen, da in Überzahl nicht dumme Fehler machen. Und ja, braucht man auch hinten ein bisschen Glück. Ich bin eigentlich zufrieden mit der Mannschaft, wie die in Abwehr gekämpft hat, wie die alles gegeben hat. Okay, das, wie ich ja gesagt, das ist typisches Spiel nach der Pause, wo die Spieler noch vor 2500 oder wie viel das gesagt, Zuschauern, noch auch nicht so wohl fühlen. Aber schlussendlich, ja, wir haben gegen eine bessere Mannschaft am Schluss verloren. Und dann das, dass wir auswärts solche Spiele gewinnen, müssen wir weiterarbeiten. Ja, die Schiedsrichterleistung will ich nicht zu viel kommentieren, aber Bullenweber hat ganz gefehlt und da waren ein paar fragwürdige 2 Minuten, die will ich in Videos anschauen, aber die Punkte gibt uns niemand zurück oder sowas. Ja. Danke dir. Ja, Ika, es war sicherlich ein Arbeitssieg am Ende. Die Mannschaft hat bis zum Schluss um die beiden Punkte kämpfen müssen. Wie sieht dein Fazit aus? Ich denke, du bist sehr zufrieden mit den Punkten. Danke, danke für die Worte und die Gratulation. Ja, was soll ich sagen? Natürlich ist eine, wie habe ich gesagt, leider ein typisches Spiel nach einer langen Pause gemacht. 7 Wochen. Natürlich, wir haben versucht, in diesen 7 Wochen viel Wettkampfmodus machen ins Training. In diesem auch, wie es bei Freundschaft spielen mit den Bundesliga-Mannschaften, aber am Ende, du kriegst keine Gefühle mehr. Und dann, heute war in meiner Meinung vor beiden Seiten mit so vielen unglaublich technischen Fehlern, dass normalerweise eine von beiden muss provozieren. Und wie will ich gar nicht sagen. Ich muss auch fair sein mit der Mannschaft. Da war nicht unser bestes Spiel, aber sie haben alles gegeben, 60 Minuten. Und am Ende haben das gesagt, der Bürstige. Das sind diese 2 Punkte. Zu wissen, dass jetzt, wir haben auch eine lange Strecke und wir gehen Spiel vor Spiel. Aber ich bin stolz für meine Mannschaft. Mit egal so viele technische Fälle, sie haben gekämpft, wie es war, in der Torwartabwehr und der Laufen. Und das ist die Priorität Nummer 1 für meine Jungs, ehrlich gesagt. Danke, Ika. Ja, Povilas, die Frage muss natürlich kommen, wenn ein Babaskas hier in Bietigheim wieder ist. Du hast sicherlich regelmäßig Kontakt zu Gerdas. Wie geht es ihm derzeit? Man hat ja gelesen, dass Pedex diverse Probleme hat. Was weißt du von ihm? Er erinnert sich immer über Bietigheim ganz gut, reden wir oft, und hat gesagt, jetzt schon für ein paar Spieler, da soll ich schöne Grüße ausrichten. Und ja, da habe ich ein paar Probleme, aber ich glaube, da wird alles okay, gut sein. Und mein Bruder, glaube ich, schaut jetzt gerade, da kannst du auch schöne Grüße ihm ausrichten. Und über Bietigheim hat nur die beste Wörter, da hat er super 3 Jahre hier verbracht und erinnert sich ganz schön über. Ja, das kann ich nur bestätigen. Also die Erinnerungen an Baba, wie wir ihn hier genannt haben, die sind nur positiv. Und Baba, alles Gute für dich und wir freuen uns, wenn wir ihn dann tatsächlich mal wieder hier sehen. Ja, Ika, jetzt geht's für unsere Jungs zur HSG Nordhorn auch wieder ein schweres Spiel. Wie wird die Trainingswoche aussehen? Ja, morgen ist komplett frei. Der Gute ist jetzt, dass wir haben wenig englische Woche, fast nicht. Wir können viel Zeit zur Vorbereitung des Spiels, viel Zeit zur Erholung mit den kleinen Verletzungen und kleinen Schlägen, die die Mannschaft hat. Und ab Montag, wir fokussieren auch in diese richtig schwere Auswärtsspiel gegen Nordhorn sowieso. Wie alle spielen in der zweiten Bundesliga und mehr auswärts.
Und dann ja, versuchen, unser bestes Spiel in einer Woche zu machen. Nicht einfach so. Einfach so. Nicht mehr zu reden. Einfach weiter. Povilas, ihr habt auch ein Auswärtsspiel bei Eintracht Hagen. Dir wünschen wir und der Mannschaft natürlich alles Gute und vor allem richte bitte ganz liebe Grüße an Michael Roth aus. Ich hoffe, es geht ihm soweit gut in der Reha. Und bis der Micha da ist, bin ich mir sicher, zusammen mit Spazi biegst du die Mannschaft wieder so hin, dass das alles passt. Vielen herzlichen Dank. Komm gut nach Hause und viel Erfolg dann die nächsten Wochen. Dankeschön. Danke, Iker.